statische Szenen ist in Studien bewiesen, dass es wirklich sehr, sehr viel von der Leistung wegnimmt. Okay Leute, heute möchte ich mal ein Video über die Warm-Up-Fehler machen. Das liegt mir schon sehr, sehr lange am Herzen. Ist einfach wirklich so, dass beim Warm-Up doch noch sehr, sehr viele Fehler gemacht werden und ihr euch dadurch eigentlich die Leistung wegnehmt. Wir gehen heute mal die Warm-Up-Fehler durch, so im Allgemeinen, und was ihr dann eigentlich auch machen könnt, um diese zu vermeiden. Punkt 1 ist, die Warm-Ups werden einfach immer viel zu lange gemacht. Das heißt, die Leute nehmen sich schon viel zu viel Zeit für die Warm-Ups. Ich würde jetzt nicht sagen, nehmt euch keine Zeit für die Warm-Ups, weil es ist sehr, sehr wichtig, ein Warm-Up zu machen, um wirklich gut ins Training reinzukommen. Aber bei den meisten schaut es dann so aus, sie machen 30 Minuten richtig Gas geben beim Cardio vorher. Ihr nehmt euch einfach davon schon sehr viel weg vom Workout. Das heißt, die Leistung ist einfach wirklich sehr, sehr verringert dann im Workout. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr Cardio macht, schaut wirklich drauf, so 5 Minuten reicht eigentlich wirklich aus. Dann geht es weiter, die Leute starten dann vielleicht einfach auch noch mit einer Dehnungsroutine, die vielleicht nochmal 20 Minuten dauert und habt dann eigentlich gar keine Kraft mehr. Das heißt, die Vorermüdung ist schon sehr, sehr stark. Deswegen, wie gesagt, schaut, dass das Workout wirklich so nach 5 bis 10 Minuten startet und wirklich diese Routine, die ihr vorher habt, einfach wirklich sehr, sehr kurz und geschmeidig haltet. Dann der zweite Punkt ist genau das Gegenteil. Die Leute machen gar kein Workout. Sie kommen rein, gehen einfach sofort, sagen wir mal, zum Bankdrücken, nehmen wir das als Beispiel her, machen vielleicht 2 Sätze beim Warm-up und dann starten sofort rein. Ich bin auf jeden Fall ein Freund, dass ihr vorher mal hergeht, okay, das kardiovaskuläre System einfach wirklich einmal in Schwung bringen. Das heißt, ein bisschen Blut durch den Körper pumpen, vorher einfach mal 5 Minuten starten, vielleicht jetzt am Laufband, am Crosstrainer, um einfach die Herzfrequenz mal ein bisschen nach oben zu bringen. Generell auch noch sehr, sehr wichtig, dass ihr das Ganze, wie gesagt, nicht zu kurz haltet, weil es einfach wirklich so ist, ihr müsst euch auf die Belastung einfach vorbereiten. Das heißt, ihr könnt wirklich hergehen, ein paar Mobility-Sachen machen, aber wirklich immer nur für die Körperpartie, die ihr wirklich macht. Das heißt, wenn jemand her, wir machen heute Brust oder einen Push-Tag, dann startet ihr zum Beispiel mit ein paar aktive Sachen, wo ihr einfach Arm kreist, ein bisschen die Brust einfach öffnet und solche Sachen, was ihr einfach wirklich auch natürlich im Internet noch einiges nachschauen könnt, gibt es sehr, sehr viele Routinen. Auch unter meinem Kanal gibt es eine Mobility-Routine, das heißt, pickt euch da die Übungen raus, die für euch sinnvoll sind. Dann kommen wir noch zum dritten Fehler, statisches Dehnen. Statisches Dehnen ist in Studien bewiesen, dass es wirklich sehr, sehr viel von der Leistung wegnimmt. Das heißt, schaut, wenn ihr vor dem Training dehnt, dass es wirklich dynamisch ist. Das heißt nicht so wie beim Fußball, dass ihr jetzt wirklich da steht, die Wade dehnt 3-4 Minuten. Das ist einfach dann wirklich wieder so, ihr nehmt euch vor, wieder die Leistung weg. Das heißt, wenn es so ist, macht es wieder dynamisches Dehnen, wie ich es vorher gesagt habe, mit Arme kreisen für den Oberkörper oder halt wirklich mit den Beinen die Hüfte einfach mal durchbewegen, wenn es in einem Beintraining bzw. wenn es um ein Beintraining geht. Ja, jetzt haben wir die Sachen besprochen, die man nicht machen sollte. Was solltet ihr dann wirklich machen? Wie ich es vorher schon kurz angerissen habe, ich bin eigentlich so ein Fan davon, dass man wirklich 5 Minuten vorher mal den Kreislauf in Schwung bringt, dann einfach wirklich die Routine macht, die man sich zurechtgelegt hat. Bei mir ist es so, bei mir ist zum Beispiel jetzt der Schultergürtel relativ eingeschränkt. Ich habe mit meinem Masseur besprochen, welche Übungen ich einbauen kann. Das dauert dann auch noch so circa 5 Minuten, habe ich insgesamt so 10 Minuten. Das heißt, das passt perfekt. Dann kann ich ins Workout gehen, bin schon vorbereitet und richtig ready zum Gas geben. Das heißt, wie ihr das Ganze jetzt gestaltet, bleibt natürlich euch überlassen, aber versucht das Ganze wirklich kurz und knackig zu halten. Und was ein sehr, sehr spezieller Tipp noch ist, wenn ihr euer Workout auf das nächste Level bringen wollt, probiert mal den No-Tropic aus, der ist mega, mega geil. Bringt euch einen Mega-Fokus und keinen Crash, das ist bei dem wirklich sehr, sehr geil. Ich würde den sehr, sehr knapp zum Workout trinken, der fetzt nämlich richtig rein und ihr habt dann, wie gesagt, richtigen Fokus, Tunnelblick und dann geht es eigentlich wirklich gleich los. Das heißt, ihr könnt euch den natürlich wieder auf esm.com mit Code LION checken, wenn ihr mich supporten wollt und, wie gesagt, das YouTube-Video natürlich auch wieder supporten, bitte mit einem Daumen nach oben und ein Abo lassen, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao für dich!